Was geht heute ab? Chinese essen. Ich finde sein Logo auch cool eigentlich. Crispy Bottom Beefbällchen. Dieser Erdnusssoße oder so, gell? Crispy Chicken Stripe. Von Onkel James höchstpersönlich. Ja, Onkel's number one. Jawohl. Also wir haben frittierte Milch auf jeden Fall, das ist krass. Schaffst du deine Litchi-Limo nicht mehr? Max, noch als Absacker, gell? Auch mit großer Schnauze ohne Weisheitszahn. Jetzt droppt mein Song, verrät der Seismograph. Immer unterm Radar, sitzt beim Barber, sitz im Benz, linke Fahrbahn. Neues Tattoo brennt wie Napalm, Sicht ist glasklar, will kein Drama. Immer noch Nike und ab und zu Prada. Born to win, bin kein Versager. Königsmische mit Loser-Hara. Ich greif die Sterne auch ohne Nase. Jawoll. David holt jetzt hier den, was ist denn das? Mit was fahren wir? Mais? Ich denke, Volkswagen. Aber immerhin auf der Straße. Nee, ich meine welche App? Ja, Mais. Mais, ja. Mais. Ja, was geht heute ab? Chinese essen. Wir sollten vielleicht mal anrufen auf dem Weg, ob die Platz für uns. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Hat der Bock auf Bautze? Auf Bautze, ja, aber, ne? So ja, diese. Baobans in Chinese-Form. Genau. Aber ich glaube, nicht. Fährst du mich auch anständig? Ja. Lugatti. Lugatti sollte dabei. Lugatta. Nee, einfach nur Luca. Sehr schön. Ah, jetzt hat er sein Bier geholt, oder was? Ja. Ah, ja klar. Was da ist. Schau, dass alles da ist. Das ist er haben. Oh, Tür zu sehen. Das ist für die MWO, Scheine in meinem Zoo. Ich weine dann per Flow, nimm die Leine, versteh so. Spucke voll den Rainbow, ihr denkt, ihr habt ne No-Show. Immer selbes Intro, oh. Auf Waldstraßen blind Tanko, fühle dich auch Drang, Bro. Sessions sind nicht. Ja, wir sind angekommen jetzt. Sind wir's? Eine Minute haben wir noch Autozeit eigentlich. Wir haben selbst den Fahrrad gehabt, der hat uns direkt angekommen. Wo sind wir? Haben wir schon gelebt. In der Nähe vom Josefsplatz, so wie ich das richtig auf Google Maps herausgucke. Ja Mann, Josefsplatz heute. Und wo gehen wir hin? Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Uncle Chen. Uncle Chen. Uncle Chen. Uncle Chen. Ja Mann. Angemessen auf jeden Fall. Genau das ist, dass es so unscheinbar ist. Ja. Ich finde sein Logo auch cool eigentlich. Auch handmade anscheinend. So, wir sitzen jetzt, wir haben es geschafft auf jeden Fall. Boah, warte mal. Hallo, seht ihr mich? Seht ihr mich jetzt? Jetzt haben wir das drauf. Ich werde mir einen Salat bestellen erstmal. Also wir haben hier auf jeden Fall online. Keine Karte diesmal, keine Karte in meiner Hand diesmal. Das ist ein wilder Laden, ja, auf jeden Fall. Ja, ist ein bisschen heiß hier drin, ja. Hey, lass es schmecken auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier diese Crispy Bottom Beefbällchen. Der Gurkensalat ist geil, ja. Der sieht mega aus. Oh, was haben wir mit dieser Erdnusssoße oder so, gell? Crispy Chicken Stripe. Was haben wir noch dazu geschaut? Crispy, Digga. Was sagst du jetzt hier mit diesem, mit diesem Stempel auch? Das ist geil. Das ist geil, oder was? Jawohl, mach den da rein. Besser als auf dem Sommerpause. Das ist nicht schwer, glaube ich. Das ist auf jeden Fall echt eine Empfehlung wert, Bro. Tschüssi. Und Onkel James höchstpersönlich. Ja, Onkel ist number one. Okay. Aber ich dachte, die sind frittiert. Die sind juicy. Also ich muss sagen, das Chicken, heftig. Okay, kommt nicht sehen. Nee, das war. Das war tot, das ist todesheiß und er isst es auf einmal. Ich hab mir die Fresse gesagt. Chicken, ne? Aber es schmeckt geil. Nee, Beef. Nur Beef im Menschen. Heftig. Aber weißt du, was ich schon immer witzig fand? Diese Dinger hier. Die gestellt sind. Das ist eine Spirale. Ja. Im besten Fall. Im besten eine Fall, kleine Spirale, ja. Eine kleine Spirale. Darf ich hier nehmen? Nehmen wir, ja. Der schafft's bald, Jungs. Der schafft's bald. Ja, gönn dir einfach. Hm?
Gehen. Die erste Runde hat auf jeden Fall reingeschmeckt. Das Gefühl, erstmal reinzukommen. Nur leere Teller. Die Strömung anstrengend ist so. Und dann habe ich die Fische gesehen, wie die so haben. Wir haben die Kondensmilch auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal hier. Jawohl. Gut Kondensmilch. Okay. Hat der einen Film? Oh, wie weich der ist. Oh mein Gott. Sieht gut aus. Oh. Ich stelle jetzt gleich noch vier Leute das Dessert, wenn alle hier angucken. Oh, oh, mh. Mh. Ist gut? Probier. Das ist der French Toast. Das ist der French Toast jetzt. Ja, das ist geil. Ich check auch nicht, was die Füllung ist. Ich habe keine Ahnung. Schaut aus wie Aprikose oder so. Alles sehr gut. Wir haben Props auf einen DJ hier. Der DJ macht guten Sound. Ja, also wir haben frittierte Milch auf jeden Fall, das ist krass. Aber du hast gleich einen Dip. Besser ist auch, ja. Aber ich muss jetzt schon sagen, ich habe hier sehr, sehr gut und sehr schnell gegessen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich juicy, wie das da rauskommt. Krass, richtig. Und es war sehr krass auf jeden Fall, Leute. Dann kann mir einer bei der Lichi Limo helfen. Schaffst du deine Litchi-Limo nicht mehr? Nein. Du hast schon reingespuckt. Ja, das stimmt. Wir müssen mal Uhrencheck machen, ja? Also die ist ja auch geil. Was Batman heißt, die sagst du? Batman, ja. Batman ist schon geil, ja. Und die hat auch was. Ja, Digga. Digga. Also wir brauchen nicht drüber reden. Wir brauchen nicht reden. David, wir brauchen ein Bewirtungsbeleg jetzt. Ist schon mal im Finanzamt. Die 83. Also für vier Leute, ihr habt gesehen, was wir gegessen haben. Boah, war gut. Sehr gut. Ich danke dir. Hallo, so viel Essen für so wenig Geld. Ja, viel Essen für wenig Geld. Ich habe zwei Getränke, er hat zwei Getränke. War gut. Alter, also verlierst du was. Ja, was willst du sagen? Ich hab schon so viel geredet, Bro. Ich muss eigentlich dich mal filmen. Ja, mach dir nichts. Ja, ich kenne das einfach hier. Ich hab's heute auf jeden Fall geschafft. Das habe ich vorhin schon gefilmt, aber jetzt ist... Genau am Nippen. Ich habe auf jeden Fall... Also ich muss sagen, wir haben hier geil gegessen, hat echt... ich weiß gar nicht, hat Spaß gemacht. Ja, war interessant. Wir haben viel Essen für verhältnismäßig wenig Geld gekriegt. Ja, das ist richtig. Es waren viele verschiedene leckere Sachen dabei. Boah, es war frisch, es war schnell. Es war schnell, ja, Mann. Und ich muss sagen, jetzt haben wir schon oft so Fried Chicken gegessen, aber war verdammt gut abgeschmeckt, war gut eingelegt. Und die Panade war diesmal auch wirklich krass, echt. Kraftig also war geil. Und so alles, was wir jetzt gemeinsam probiert haben, vor allem auch die Desserts, das ist ein Must-Try hier in München. Nicht untertrieben hyped quasi. Wo gehen wir hin jetzt? Da Richtung, oder? Ja. Lass uns überfahren und gehen zum Basti oder so, hab ich gehört. Ach so, ja, Basti habe ich auch gehört. Ins Parkcafé. Ja, darf man da? Darf man. Dann mal, wir machen, was wir wollen. Also, und jetzt schauen wir gerade hin. Hier waren wir mit dem Daniel damals drin, weißt du noch? Ja, im, die verschiedenen Rahmen-Action. Wo wir Rahmen versus Rahmenblock ist es. Leute, hier waren wir hier. Schau, da wusste ich damals auch gar nicht, dass der Mr. Chen da vorne ist. Oder Cheng, wie heißt der? Cheng? Mr. Uncle Cheng. Den gab's doch noch nicht, oder? Gell? Er ist auch schon dreiviertel Jahr her oder so. Ah, mit U-Bahn eine. Achso, ich dachte, wir gehen zu Fuß. Wir zahlen ja zum Glück so viel Steuern, dass wir Montag auch mit U-Bahn fahren. Ja, hast du ja nicht recht. Bevor wir laufen. Was ist der Plan hier? Peoples, wir sind im Parkcafé beim Basti. Für das erste Mal in meinem Leben auf der richtigen Eingangsseite eigentlich. Wo wir sonst noch vom Start sind. Und jetzt schauen wir, ob da ist der Basti da eigentlich? Mit wem redet er? Ich hoffe, Tisch brauche ich draußen. Tisch brauchen wir draußen. Barchef, müssen wir nur Barchef drauf haben auf meine. Zweites Etablissement heute Abend. Heute zweites Etablissement, ja Leute, wir sind im Parkcafé, schöner Laden eigentlich hier. Hier hat man schon mal ein, zwei Abende verbracht. Hier waren wir schon mal drinnen, ja. Guter Platz für eine Filmfeier. Hier ist der Basti, unser Homeboy, der ist hier der Barchef und der Basti ist auch sein Barchef. Wir haben Lynchburg Lemonade. Lynchburg Lemonade? Oh. Ja, spezielle Zusammenstellung hier aus dem Hause Parkcafé. Oh. Sogar mit Branded Glass. Basti auch mit dem T-Shirt. Love, Peace and Leberkäse. Ah, komm. Ja. Geil. Mit Karte kann man da auch Tipp machen mit Karte. Gib dem Basti einen 20er Tipp. Basti, ist da überhaupt was drin mit Schuss? Das schaut nur aus wie Wasser und ein Limo. Wir haben noch keine Firma. Nee, wir haben noch keine Firma. Danke, mein Bruder.
Ja, wir sitzen draußen mit dem David eigentlich. Schmeckt es? Genau, brauche ich das jetzt. Bisschen spritzig, bisschen ja, grün. Das denke ich mir, das ist gut. Ja. Hast du gut gemixt, Bro? Hast du gut gemixt? Schmeckt mir. Basti, wir gehen raus, gell? Lorenzo, mein Schatz. Ja, 4 Bier für den Max, noch als Absacker, gell? Cruising in my Benzo, with my homeboy Lorenzo. 4 Bier wie im Charlies früher, ne? Ich schwör, gell? Wie im Charlies, ja. Das ist eins, oder? Letzte Hofbräu. Oh, das ist ein Frevel. Oh, das ist ein Frevel. Wie viele Bayern dafür gestorben sind, dass er das nicht macht. Prost. So, noch schnell Fotosession. Seid ihr auch zufrieden damit, was immer? Das Foto sieht gut aus. Unsere Freunde sind auch da. Und ihr werft einfach. So, mitten in der Nacht. Ja, war ein schicker Abend, auf jeden Fall war lustig. Also, Uncle Chen, war auf jeden Fall krass. Puh. Was soll ich da sagen? Dann macht der Start wieder Ärger. Ja, auf jeden Fall. Peace out.